das lauteste Spiel der Saison. Dynamo Dresden gegen 1860 München. Freitagabend Flutlicht. Zwei absolute Traditionsclubs treffen aufeinander und wollen die drei Punkte einfahren. Dynamo zuletzt mit einer Schwächephase, will zurück in die Erfolgsspur. Die Münchner Löwen unter Jannikis mit der ersten Niederlage in Ulm wollen zurück zum Erfolg. Was war das hier für eine Stimmung? Was war das bitteschön für ein Spiel? Wir starten rein, 8. Minute mit dem 1:0 für Dynamo Dresden. Stefan Kutschke, der Kapitän, hat viel geredet unter der Woche, ist vorangegangen verbal und auch auf dem Feld, sein 11. Saisontreffer. Hauptmann mit der Flanke, vorher die Ecke, die wurde unter der Woche intensiv trainiert und das hat sofort Früchte getragen. Mal wieder Eckstoß in einem turbulenten Spiel, 32. Minute, Dresden wollte gleich nachlegen, Lewald mit der Chance, Kapitän Verlat auf der Linie. Markus Anfang musste seinen Sportvorstand verabschieden. Ihm wurde die Treue gehalten. Jobgarantie, Liga unabhängig. Aber natürlich soll er hoch mit Dynamo Dresden in Liga 2. Jetzt aber die Münchner Löwen, die auch teilnahmen an diesem Spiel. Erste fette Chance nach 34 Minuten. Abdenego Nankishi mit dem Kuss aufs Aluminium. Beste Chance, wenn man hier sehen kann, wäre Broll nicht dran gewesen. Die Leihgabe von Werder Bremen hat das Offensivspiel eingeleitet. Der Münchner Löwen, die jetzt stärker wurden. Wunderbarer Pass auf Schröter von Lakenbacher. Schröter nicht angegriffen und Nankishi mit dem Ausgleich. Sein erster Treffer in der dritten Liga. Und was für ein wichtiger für die fast 2000 mitgereisten Löwenfans. Klasse von Lakenbacher, der Schröter einsetzt, der ehemalige Dresdner. Nicht angegriffen, keiner bei Nankishi. Nicht gut verteidigt von Dynamo Dresden. Das haben sie in dieser Saison schon besser gemacht. Übrigens für Schröter der 11. Scorerpunkt für Nankishi. Wie erwähnt, das erste Tor in Liga 3, Agi Jannikis. 8-mal ungeschlagen bis Ulm. Und jetzt dieses Topspiel. 30 Minuten hatte Dresden alles im Griff. Dann der offene Schlagabtausch. Das Remis zur Halbzeit war verdient. Zweite Hälfte, Dresden kam mit Wut und Zimmerschied. Tolle Einzelleistung, 55. Spielminute. Zimmerschied eingesetzt, dreht da Ludewig ein. Da fehlte nicht viel zum 12. Scorerpunkt in dieser Saison. Dresden war stark und wollte jetzt das 2:1. Hat gewechselt, unter anderem kam Cueto rein. Tolle Einzelsituation, da war Cueto, da war das Tor. So kann man mal einwechseln. Goldenes Händchen von Markus Anfang. 12. Joker-Treffer. Zimmerschied. Wunderbares 1-gegen-1 bei Cueto. War keiner. Am Ende noch ein bisschen Glück abgefälscht von Quattro. 2:1 in dieser Phase. Verdient für Dynamo Dresden. Stefan Kutschke kurz zuvor ausgewechselt. Erlebt das so vorm K-Block. Was für Emotionen. Hier war richtig was los, denn es war noch nicht vorbei. 90 plus 4. Die Löwen warfen alles nach vorne, brachten Schwarz und der hatte die Möglichkeit auf den Ausgleich. Aber da war Broll, Kevin Broll. Was für eine Szene vom Driljatscha-Vertreter. Extrem starke Parade. Hält das 2:1 fest, hält den Sieg fest für Dynamo Dresden. Wir haben hier Spiele zu Hause abgeliefert, die waren einfach unfassbar gut und wir haben keine Tore gemacht. Ich habe mich einfach gefreut, dass dieser Ball einfach auch mal durchgeht und dass wir das Tor machen, weil die Jungs es sich einfach verdient haben. Wir haben, glaube ich, recht wenig zugelassen in Summe. Gegen Ende wurde es dann ein, zwei Chancen, wo wir aufgemacht haben, wo wir 2:2 machen wollen. Das ist normal, dass Dresden auch zu Hause ein, zwei Chancen bekommt. Das ist normal, aber ich glaube, wir haben für ein Auswärtsspiel schon viele Chancen gehabt. War eine schwere Phase für Dynamo Dresden. Heute haben sie das Spiel gezogen und sind mindestens für eine Nacht Tabellenführer der dritten Liga. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.